Und ich glaube, wir sehen hier wieder die Super Lucky Plimp aufs Rathaus. Und das ist wirklich, das habe ich vorher noch nie gesehen. Gucken wir uns jetzt hier wieder an. Die Blimp fliegt jetzt hier einmal über die komplette Base und dann soll die da alles rausnehmen. Beide Multitürme, den Mono, den Giftturm, genau, aufs Rathaus. Das Rathaus wird einfach unsichtbar gemacht. Dann gibt es die Doppelklon und dann nach dem letzten Invis, wenn alles quasi ums Rathaus herum down ist, dann nutzt man hier den Frostzauber, um das Rathaus hier quasi rauszubekommen. So sieht es also aus, wenn Chinesen eine komplett andere Meta haben als wir Europäer oder beziehungsweise Amerikaner oder Brasilianer. Und genau diese Angriffsstrategie gucken wir uns heute ein bisschen genauer an, denn es scheint wirklich super, super stark zu sein. Vor allem auf diese Boxbasen, womit wahrscheinlich sehr viele ein Problem haben. Einfach auf das Rathaus die Blimp setzen, dann die Invis und wirklich alles geht um das Rathaus drumherum down. Super, super coole Idee. Und deswegen sind für mich diese chinesischen Qualifier super interessant. Super coole Angriffsstrategien, die man so vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Super viele Kleinigkeiten, die sie einfach komplett anders machen. Und deswegen sehr, sehr interessant. Und mein Kumpel Flo hat das Ganze ausprobiert und zwar in einem Turnier. Hat er hier den Feger rausgesappt. Wir haben auch hier wieder die zwei Klonzauber, den Invis, die drei Invis und dann den Frost. Wir gehen hier quasi dann mit dem Babydrachen über die eine Seite als Funnel. Haben hier auf der anderen Seite mit einem Sneaky gefunnelt und jetzt haben wir hier die Drachen, Ballons, Wächter und dann die Blimp, die dahinter kommt. Und jetzt, wenn zum Beispiel hier relativ viel Schaden kommt für den ganzen Hydra-Part, die Blimp aber auch dort ist, wunderbare Wächterfähigkeit. Und wichtig ist ja, wir wissen ja, die Blimp muss bis zum Rathaus fliegen, schwarze Minen, rote Minen und dann sofort der Invis, Doppelklon und den Wut hinterher. Zählt dann 1, 2, 3 bis 4, bis ihr den nächsten Invis setzt und alles ums Rathaus geht da einfach down. Es ist so, so stark. Und dann, wenn die Lakis den gepowerten Angriff verlieren, das ist ja mittlerweile bei 4 Angriffen, dann kommt der Frostzauber dann aufs Rathaus mit dazu. Und ihr seht auch hier wieder, vielleicht nicht 70%, aber trotzdem 40% der Base ist bereits down. Die Klamburg fällt hier noch, der Boden-Expo wird jetzt sogar noch angegangen. Und damit haben wir hier schon die halbe Base wieder down. Es ist wirklich so, so cool, das einfach zu sehen, dass es auch einfach bei uns funktioniert. Vor allem auf solche Teaser-Basen. Und gleichzeitig ist es relativ einfach, relativ anfängerfreundlich und wirklich eine Angriffsstrategie, die ihr unbedingt mal ausprobieren solltet und gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie erfolgreich das dann für euch lief, weil ich werde es auch definitiv, sobald ich eine Legende bin, wieder ausprobieren. Wir haben jetzt hier sogar noch den Sneaky, das heißt den Funnel, damit hier die Truppen alle richtig reinlaufen. Wir haben die Gladiatorin, die jetzt hier dahinter noch auf den Multi läuft. Wir haben leider keinen Headhunter hier für den Multi plus King-Part. Den hätte man normalerweise da schon immer ganz gerne. Aber wir haben noch einen weiteren Babydrachen. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen die Armee anpassen, dass man da einen immer so ein bisschen aufpasst, dass es da richtig ist. Aber was jetzt hier gut ist, König, die ganzen kleinen Barbaren tanken hier. E-Titan ist hier auch nochmal mit dabei. Die Queen wird jetzt hier gezündet. Die Gladiatoren bekommt jetzt hier zwar relativ viel Schaden, aber hinten raus wird das Ganze dann überpowered. Jetzt kommt hier die Ability und damit sollten wir hier easy die 3 Sterne haben. Die ganzen Helden hinten raus sind halt einfach zu stark. Das sehen wir jetzt hier auch und deswegen ein wunderschöner Angriff von Flo. Und gucken wir uns das gleich nochmal direkt auf die nächste Base an und wie ihr das draußen halt auch nachmachen könnt. Denn das scheint wirklich sehr, sehr einfach zu sein. Und wie funktioniert das Ganze gegen Gifttürme? Das werde ich auch häufiger gefragt und das ist halt das Gute, dass die Blimp so lange fliegt, denn der Giftturm löst meistens vorher aus und dass die Lakis davon gar nicht betroffen werden. Auch hier wieder über die Seite, das heißt, wir haben jetzt hier einen anderen Funnel, wir haben jetzt hier nicht den Babydrachen, sondern Ballons und hier oben Sneakies und Rocketballons, findet hier die Teslen, die ihn hier so ein bisschen überraschen. Wichtig ist, dass man dann die Ecke funnelt und dann hat man hier wieder die beiden Zaps auf den Feger, der quasi genau in die Ecke schaut. Und dann wollen wir hier wieder in die Base Mitte fliegen und die Blimp dann quasi ungefähr, wenn hier die Drachen auf der Luftabwehr da sind, dann mit dazu schicken, damit halt einfach, sobald die hier in die Mitte fliegen, der Mono dann halt Schaden macht, dass da dann halt auch die Wächterfähigkeit für die Drachen, für die Drachenreiter ist.
Und das ist jetzt hier wieder in Perfektion, richtig gutes Timing. Und die Blimp, die fliegt, die nimmt auch immer so viele Fallen aus. Und genau das wollte ich euch jetzt hier zeigen. Der Gift wird einfach vorher ausgelöst. Und deswegen ist das hier mit der Blimp gar kein Problem. Ihr kommt einfach ans Rathaus, wieder sofort den Invist. Denkt dran, da müsst ihr super doll aufpassen. 1, 2, 3, 4 zählen, dann der nächste Invist. Und auch hier geht wieder alles ums Rathaus drumherum. Down, die Queen fällt hier. Und dann gibt es zum Schluss einfach immer den Frostzauber. Und dann haben wir hier die Luckys, die dann das Rathaus immer bekommen. Das ist wirklich so stark. Auch hier sind wir wirklich bei, ja, fast 50% der Base, die down ist. Alles Wichtige ist down. Alle 4 Expos sind down. Und wenn 4 Expos down sind, dann sage ich euch, ist es eigentlich immer relativ einfach für die restlichen Helden, das Ganze zu overpowern, weil einfach nicht konstant genug Schaden da ist. Wir haben jetzt hier sogar noch den Wächter am Leben, den Scatter hier oben, den wollen wir natürlich so früh wie möglich rausbekommen. Das heißt auch hier, das sieht wunderbar aus. Die Queen läuft da rein, nimmt hier den Scatter raus. Schwarze Mine jetzt hier nochmal für den Wächter, das heißt kein zusätzliches Leben mehr, aber das ist gar kein Problem. König, E-Titanen und Queen boxen sich hier wieder hinten raus. Weiter, nutzt hier auch immer die ganzen Truppen, um eure Helden dorthin zu drücken, wo ihr das wollt, deswegen Sneakies, super coole Wahl. Und was natürlich auch immer wichtig ist, ist, dass ihr, wenn die Basen hier immer offen sind, dass ihr dann keine Mauerbrecher mit benutzt, sondern die immer später nutzt. Hier kommt wieder die Gladiatorin. Wutturm wird hier ausgelöst, aber das ist auch wieder gar kein Problem, denn der Multi ist hier bereits auch schon fast down. Die Queen, wunderbar. Einhorn überlebt hier auch. Deswegen haben wir hier Queen Ability, Gladiatoren Ability, hinten raus der Scatter ist auf 1 HP, der Babydrache hier auch wieder mit am Start für die restlichen Verteidigungsgebäude und damit auch hier wieder gar keine Probleme, wunderbarer Triple und scheint wohl wirklich super stark zu funktionieren auf solche Boxspacen und ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal in die letzte FC. Und dann zeige ich euch nochmal, wo ihr vielleicht ein bisschen drauf achten solltet. Das erste Wichtige ist, dass wir hier die Blimp befüllen. Und die Blimp befüllen wir nicht komplett ganz, sondern haben hier 48 Truppen Platz. Wichtig dabei ist, wenn wir dort einen kleinen Lucky reinnehmen, dann könnten wir den klonen. Und genau das wollen wir vermeiden. Deswegen lasst die Clanburg bitte nicht ganz voll machen. Schreibt da extra rein, bitte kein Lucky spenden. Oder kein kleinen Kram. Schreibt es am besten in die Anfrage selber mit rein. Ansonsten bekommt ihr dort immer so Kleinkram reingespendet. Hier haben wir also eines dieser perfekten Beispiele, wo wir einfach uns um den Funnel am Anfang kümmern können. Das heißt, wir haben hier, diesmal ist es relativ einfach, dass wir hier die Gebäude wegbekommen wollen, um die Drachen dann einfach so zu so fliegen zu lassen, wie wir uns das vorstellen. Die Kanone nehmen wir hier auch noch raus. Den Magierturm dahinter würden wir ganz gerne auch noch bekommen. Der fällt hier nicht ganz, das ist aber nicht so schlimm. Und dann fangen wir hier auch schon mit unseren Ballons, mit unseren Drachen an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hier die Wächter und dann natürlich auch die selbst. Wichtig ist jetzt hier, dass wir den Wächter so benutzen, dass jetzt hier unsere ganzen Drachen beschützt werden. Aber dass auch unsere Blimp weiterhin noch bis zum Rathaus kommt. Das ist jetzt hier ein sehr langer Weg. Deswegen müssen wir da immer ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen länger, als es hier normalerweise der Fall war. Blimp kommt hier zum Rathaus. Sofort der Invist drauf. Doppelklon und der Rage hinterher. Und jetzt bekommen wir hier alles ums Rathaus drumherum. Ich muss kurz aufzählen, damit ich hier richtig zähle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Rathausfliesen. Und dann sollten wir hier das Rathaus wieder wunderbar rausbekommen. Das wird immer so ein bisschen knapp. Und dann seht ihr auch hier wieder, was wir da einfach alles rausbekommen haben. Normalerweise müsste man jetzt hier noch so ein bisschen mehr die Multis rausbekommen. Aber ein Super Lucky überlebt das Ganze. Wir unterstützen das mit den Helden. Und dann haben wir eigentlich hier wieder einen wunderbaren Triple. Das sollte eigentlich reichen. Ich habe leider jetzt hier momentan für das Video keine Gladiatorin mit dabei. Aber so einfach funktioniert es und so schnell kann es natürlich auch laufen hinten raus, dass man dann halt eben das Ganze schafft. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, dass ich hier euch neue Sachen in Clash of Clans beibringe.